wenn man an so einer mathematischen Funktion vorbeikommt, zum Beispiel in eurem Studium, dann macht es oft Sinn, sich zunächst einmal einen ersten Einblick über die Eigenschaften von dieser Funktion zu machen. Und darum soll es nun gehen, in den nächsten vier Abschnitten, Eigenschaften von Funktionen. Und wir fangen einfach mal an mit einer Funktion f von x, die gegeben sein soll durch Sinus x. So, und was heißt Eigenschaften? Ich will die kurz mal aufzählen, worum ich mich jetzt kümmern werde. Das ist zum einen die Monotonie, dann die Frage nach den Polstellen. Die Polstellen wiederum sind wichtig für den Definitionsbereich. Die Frage nach der Symmetrie soll geklärt werden, also ist diese Funktion gerade oder ungerade. Und die Periodizität, die soll auch untersucht werden. Und zum Schluss natürlich wollen wir wissen, wie ist der Wertebereich dieser Funktion beschaffen. Fangen wir mal an. Wir wissen, der Sinus x oszilliert zwischen 1 und minus 1. Und wir können also auch für 1 durch Sinus x annehmen, dass das Ganze nicht monoton ist. Wer jetzt nicht weiß, was Monotonie ist, möge das bitte nachschlagen. Monoton, nicht monoton. So, kommen wir nun zur Symmetrie. Und wir wissen, Sinus x ist ungerade. Das überträgt sich hier. Das lässt sich einfach zeigen. Hierzu möchte ich zu den entsprechenden Videos verweisen. Guckt euch das bitte an. Ich werde euch das jetzt nicht zeigen, denn es ist sehr einfach zu beweisen. Und das macht ihr bitte selber. So ihr Fragen habt, meldet ihr euch bei uns. Das Ganze ist ungerade, beziehungsweise gibt es hier eine Punktsymmetrie bezüglich des Nullpunktes. Eine Punktsymmetrie. Symmetrie, das kürze ich mal ab. So, wie sieht das jetzt aus mit der Periodizität? Hierzu benutzen wir die Eigenschaften des Sinus x, denn Sinus x ist periodisch. Und das geht folgendermaßen, ich schreibe das jetzt so hin, f von x sei gegeben durch 1 durch Sinus x. Das ist das gleiche wie Sinus von x plus k mal 2pi, wobei k sind eben die ganzen Zahlen, das schreibe ich gleich nochmal hin. Und daraus folgt jetzt, dass f von x gleich f von x plus k mal 2pi ist, also periodisch ist, und k kommt in dem Fall aus z. Und damit ist gezeigt, f von x ist periodisch. So, kommen wir nun zum Definitionsbereich. Und hier habe ich ja schon gesagt, dass wir uns da insbesondere den Polstellen annähern müssen. Oder die Polstellen untersuchen müssen. Wer nicht weiß, was eine Polstelle ist, möge das nachschlagen. Und die Polstellen, ja, die sind eben dann gegeben, wenn x aus einer Menge kommt mit k mal pi, mit k aus z. Ja, warum ist das so? Ich glaube, ich werde das hier mal so skizzieren, warum das so ist, weil eben gleich Sinus k mal pi gleich 0 ist. Ja? Daher kommt das, und ihr wisst, 1 durch 0, das ist eine verbotene Operation, beziehungsweise an diesen Stellen haut unsere Funktion 1 durch Sinus x nach unendlich ab. Und genau das war ja die Definition von so einer Polstelle. Und der Definitionsbereich, der darf diese Polstellen eben gerade nicht enthalten.
der darf das nicht enthalten. Und ich nenne den Definitionsbereich hier mal D von F. Und dann schreibe ich, der Definitionsbereich ist gegeben durch R, aber eben ohne jene Menge, die ich dort oben gerade hingeschrieben habe. K aus Z. Und das Ganze kann ich auch noch ein bisschen kompakter schreiben, falls ihr so etwas mal sehen solltet. Das ist die übliche Schreibweise. Das ist der Definitionsbereich, ist also gegeben durch R ohne Pi mal Z. Also alle Zahlen. Pi mal alle Zahlen aus Z. So. Das ist kein besonders schönes Z. Aber ich denke, ihr seht, was ich meine. Ja, im Definitionsbereich dürfen keine X sein, die später bei denen f von x nach unendlich abhaut. Das geht nicht. Also müssen wir sie hier herausnehmen. Das haben wir gemacht und den Definitionsbereich bestimmt. Kommen wir zum Wertebereich. Da müssen wir sogar ein bisschen nachdenken. Der Wertebereich. So, also wie machen wir das? Zunächst einmal der Wertebereich, was war das nochmal? Das sind also die Menge aller reellen Zahlen y, für die eine reelle Zahl existiert, sodass f von x gleich y ist. Ja, wir suchen also all diese x, all diese y. Wohin bildet unsere Funktion ab? Das ist hier die Frage. Und das Ganze ergibt sich aus dem Wertebereich des Sinus. Und der Wertebereich des Sinus war gegeben durch minus 1 größer gleich Sinus x kleiner gleich 1. So, was machen wir jetzt? Das sind hier zwei Ungleichungen, nämlich die eine ist minus 1 kleiner gleich Sinus x ist die eine Ungleichung und die andere Ungleichung ist gegeben durch 1 größer gleich Sinus x. Und diese beiden Ungleichungen müssen gleichzeitig gelten. Was wir hier noch beachten müssen, ist, dass beim Umformung dieser beiden Ungleichungen Vorsicht geboten ist, da sich die Relation größer und kleiner gleich beim Multiplizieren und Dividieren mit negativen Zahlen umkehren und der Sinus eben durchaus negative Werte annimmt. Ja, also um aus dieser Ungleichung hier eine Ungleichung zu machen, in der 1 durch Sinus x, also unser f von x, drin vorkommt, müssen wir hier durch Sinus x teilen und wir machen das eben, indem wir eine Fallunterscheidung machen. So, erstmal gehe ich davon aus, dass der Sinus x irgendwie positiv ist. Ja, größer gleich 0. So, und wozu führt das? Das führt zu zwei Ungleichungen, nämlich zunächst einmal f von x gleich 1 durch Sinus x, nun gut, das wissen wir inzwischen. Das hätte ich mir auch sparen können hinzuschreiben, aber wenn man es korrekt machen will, sieht das dann so aus. Ja, Sinus x größer 1 und diese Umformung hier, die macht ihr bitte selber mal, ja, wie man aus Sinus x kleiner gleich 1 auf 1 durch Sinus x größer gleich 1 kommt, das sei euch überlassen. Und die zweite Ungleichung, nämlich minus 1 kleiner gleich Sinus x, die führt zu 1 durch Sinus x größer gleich minus 1. Und nun gilt aber, dass beide Ungleichungen gleichzeitig gelten müssen. Ja, das steht hier oben. Das steht hier. Gelten gleichzeitig. Das folgt zu der Vereinfachung, dass 1 durch Sinus x kleiner gleich 1 sein soll. Zweite Fallunterscheidung oder zweiter Fall ist jetzt gegeben durch Sinus x kleiner gleich 0. Wozu führt das? Das mit dem f von x schenke ich mir jetzt, damit wir ein bisschen schneller fertig werden. Das führt dazu, und auch hier bitte selber rechnen,
Ihr wisst, wenn ihr Fragen habt, meldet euch. Das führt zu 1 durch Sinus x kleiner gleich 1 und zu 1 durch Sinus x kleiner gleich minus 1. Und auch hier gilt wieder, dass ja die beiden Ungleichungen gleichzeitig gelten müssen. Also vereinfacht sich das Ganze zu 1 durch Sinus x kleiner gleich minus 1. So, jetzt mal gucken. So. Und wir kommen jetzt also zu einer Ungleichung, die da heißt minus 1. Ist kleiner gleich Sinus x. Ist größer gleich 1. Und das führt eben zu dem Wertebereich, den ich hier einfach mal w nennen möchte. W ist jetzt gleich r ohne eben diesen Bereich. Minus 1 bis 1. Ja? Das ist ungefähr, das ist der Wertebereich. Und was sehen wir hier? Eine weitere wichtige Eigenschaft von solchen Funktionen, das sind eben gerade die Existenz von Nullstellen und wenn es Nullstellen gibt, wo diese Nullstellen liegen. Und wir sehen, wenn wir minus 1 bis 1 dieses Intervall herausnehmen, dann hat unsere Funktion eben gerade keine Nullstellen. Und jetzt versuche ich das Ganze mal schick zu skizzieren. So. Das sei unser Koordinatensystem. Hier habe ich f von x gleich y. Ich könnte da natürlich entweder nur y oder nur f von x hinschreiben. Ich mache das jetzt eben so, weil es euch vielleicht helfen soll, im Kopf zu behalten, dass f von x nichts anderes als eine Zahl ist. Könnt ihr euch auch schenken. So, jetzt male ich hier mal so charakteristische Linien ein. Zum einen haben wir gesagt, dass unsere Funktion hier den Bereich von minus 1 und 1 gerade nicht enthält. Und das möchte ich hier auf diese Art und Weise mal symbolisieren. Ja? Ihr seht, dass meine Skizzen nicht besonders sauber sind. Falls ich mal eure Zettel korrigieren würde, würde ich entsprechende Unsauberkeit selbstverständlich auch erlauben. So, das sind hier diese charakteristischen Linien, die mir sagen, irgendwie oberhalb der oberen Linien und unterhalb der unteren Linie, dort findet sich der Graph meiner Funktion. Was haben wir noch für charakteristische Linien, die wir einzeichnen können? Naja, Moment, jetzt muss ich nochmal gucken, grau wollte ich das Ganze machen. So, Moment, andersrum. Wir haben gesagt, es gibt Polstellen eben bei allen Zahlen k mal pi bzw. k mal z. Und dann haben wir hier quasi einmal bei pi-Polstellen, bei 2pi, 3pi und so weiter und so fort. Und das gleiche hier im Negativen bei minus pi, bei minus 2pi und so weiter und so fort. Ja? 1 durch Sinus x hat genau an diesen, bei diesen x'en Polstellen und da male ich jetzt hier auch wieder so charakteristische Linien hin. So. So. Und hier. Jetzt könnt ihr euch in der Zwischenzeit schon mal überlegen, wie ihr den Graphen unserer Funktion einzeichnen würdet. Nach all dem, was wir gerade so rausgefunden haben. So. Jetzt nehme ich rote Farbe, weil mir rot gefällt und zeichne die Linien ein. Und zwar folgendermaßen. Und ich erzähle euch gleich, warum ich drauf gekommen bin. Ja, so ungefähr hier. Einmal hier. Einmal hier. Ja, diese Bereiche sollen natürlich
gleich groß sein. Aber als Skizze geht das schon mal. So. Und hier sollte eigentlich das Minimum an die Linie heranreichen direkt. Aber für so einen Übungszettel ist das hoffentlich ausreichend genau. So, dann habe ich hier nochmal was. Und hier. Naja, und so weiter und so fort. So, wie bin ich jetzt darauf gekommen, das eben gerade so einzuzeichnen? Zunächst einmal weiß ich doch Folgendes. An meinen charakteristischen Linien, die mir die Polstellen zeigen, da kommt mein Graph aus dem Unendlichen. Das heißt, hier müsst ihr euch noch ins Unendliche weiterdenken. Das habe ich jetzt nicht eingezeichnet. Ja, das ist also hier kein wirklich echtes Ende. Das ist quasi nur die Skizze davon, dass es hier nach unendlich abhaut. Das ist das eine, was ich weiß. Und ich weiß, dass hier genau bei in der Mitte meine Funktion sich der 1 annähert, beziehungsweise unten der minus 1 annähert. Das ist quasi der Gedanke hierbei. Und gleichzeitig wisst ihr, dass beim Überschreiten meiner Polstellen sich das Vorzeichen meiner Funktion ändert. Schlicht und einfach, weil sich das Vorzeichen vom Sinus x ändert, wenn ich durch die 0 durchgehe. Ja? Daher dieser Wechsel hier. Und wir sehen sehr schön, dass es in der Tat sowas wie eine Punktsymmetrie gibt bezüglich der Nullstelle. Das ist das, was ich euch am Anfang auch hingeschrieben habe. Ja? Mache ich mal so. Hier irgendwie habe ich so eine Linie. Das gilt natürlich für alle anderen auch. Da habe ich die Punktsymmetrie. Das sieht man hier auch sehr schön. Und bis auf die orangenen Strichelchen, die ich euch gerade eingezeichnet habe, das habe ich für euch gemacht, da müsst ihr in einer Skizze natürlich nicht einmalen, wären wir jetzt fertig und haben eben die Funktion, ich schreibe sie nochmal hin, f von x gleich 1 durch Sinus x, erstmal vollständig beschrieben und können uns jetzt der nächsten Funktion zuwenden.